zurück zu Let's Play Cyberpunk 2077. So, melde dich bei Militäragentin Maris Stout. Triff dich mit Jackie, das habe ich ja schon. So, jetzt musst du ja ganz hinlatschen. Oder Moment mal. Wer steht hier? Kann man auch hier rufen? Da kommt jetzt schon. Nicer, nicer. Mega gut, wa? Wie ein Gitarre, einfach rüberrutschen. So, dann fahren wir mal zu der Meredith. Der hält auch nicht an, ne? Aber gut, mein Auto auch nicht. Bin mal gespannt. Also mit dem Ton hatte ich jetzt mal keine Probleme. Das war nur über meine Kopfhörer. Dass der Ton nicht besser wurde. Also dass der Ton so los, also leise wurde. Oh. Ja, ich bin da. Ich bin etwas überfahren. Hey, Dude. Vaya por fin. Lass hören, was du rausgeholt hast. Moment, du fährst noch Arsch. Erstmal das beide hier. Wartest du schon lange? Meine Madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also? Gibt es ein Lebenszeichen von T-Bug? Habt ihr geredet? Ist up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich. Haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Dex hat eine Pause? Ist das eine Arch? Verdammt, eine echte Schönheit. War ein echtes Schnäppchen. Hab die Kohle vom Dorset-Shop benutzt. Und das hat für diese Bestie gereicht? Selbst für eine gebrauchte? Naja, hab einen Kredit aufgenommen. Nur muy pequeñito. Ist es aber echt wert. Ah, guck mal. Hätte ich 6 Punkte, dann hätte ich das sagen können mit dem Auspuff. Na gut. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Nee, nicht wirklich. 10.000 habe ich nicht, deswegen das. Das kann nicht glatt laufen. Wir reden von Maelstrom. Bei den Gangs herrschen simple Gesetze. Der Stärkste gewinnt und überlebt. Entweder du fickst oder du wirst gefickt. Ja, das ist echt so. Okay. Ab in die Höhle der Borgbestie. Moment noch. Okay, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ach so. Los. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Warum ausgerechnet die? Ah, diese Gangs sind doch alle gleich. Oh, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ihre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anbieten. Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Okay. Na los, kündige unseren Besuch an. Benutze die Gegensprechanlage. Wo ist die? Da. Hallo. Kenn euch nicht. Mach einfach die verfickte Tür auf. Ah ja? Habt ihr denn einen Scheißtermin? Sehe nämlich nichts in meinem Kalender. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Auf Traum. Wir warten schon. Ja, warum denn nicht gleich so? Alter, hat er hier... Wie gemütlich. Fehlen nur noch ein paar Grünpflanzen. Hacken wäre doch keine gute Idee. Wirken verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hergefallen. Okay, jetzt kann ich erstmal ein bisschen was... Ja, was auch noch was?
Erstmal lieber schon looten hier. Ah, schon welcher das. Das ist ein Schrott, kann man immer brauchen, kann man gut verkaufen. Guck mal da. Schon Heilung. Jetzt sollte man zurück zu Jack gehen. Sonst vermisst er mich wahrscheinlich noch. Guck mal hier. Was war das? An die Personenmine. Schrapnellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Alter, da ist jemand sehr paranoid. Oder einfach nur mega vorsichtig. Noch eine. Das hat aber wahrscheinlich nicht scharf geschätzt, als wäre ich schon längst in die Luft geflogen. Hi. Oh, nu? Oh. Ich hab gesehen, dass das die Tür ist. In den Fahrstuhl, ihr scheiß Lemminge. Ich geb dir gleich scheiß Lemming. Bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. Ja, hoffe ich. Das dann sterben sie gleich. Oh, halt da. Ich klaue ihnen aber mal alles, ne? Ich hoffe, es ist in Ordnung. Also ich hoffe, oder ist mein Inventar jetzt voll? Das wäre lustig. Ich will noch mehr, da oben ist auch noch was. Noch mehr? Nee. Jetzt sind wir so weit, erstmal nichts mehr. Wie sieht ihr denn aus? Okay. Ich komme gleich nach. Da ist noch wieder was. Da ist auch noch was. Okay, ich komme jetzt. Cool bleiben wir. Denkt dran, wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Müsst mit mir vorliegen nehmen. Ihr habt einen Bot, Modell MT-0D12, auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. No, du redest mit mir. Mein Name ist Dum-Dum. Ja, dumm bist du. Aufs Sofa. Setzen. Ich sammle mir erstmal ein paar Sachen, die ich so sammeln will. Okay. Bist du taub, verdammt? Halt die Schnauze. Geht auch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel hörst. Jack, was ist los? Primerito, gefällt mir sein Tonfall nicht. Segundo, ist man sitzend ein ziemlich leichtes Ziel. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel hörst. Jack, setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Endzug. Was kann die? Es kief. Der Scheiß haut richtig rein. Richtig abgefuckter Flash. Musst du selbst erlebt haben. Die will ich nicht erleben. Komm schon, versuch's mal. Nein, danke. Danke, brauch ich nicht.
Kleine macht den Drogen. Was, Süßer? Was ist los, Süßer? Hier ist er, der Flathead. Modell MT-0D12. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Sobald er mir gehört, gehört er echt mir. Okay. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Alter, wie geil. Und sieh dir das an. Voll integrierter Lenk. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Okay, wir nehmen ihn. Super Zeug. Echt. Ja. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Scheiß auf Brick. Machen wir einen neuen Deal. Ha! Sehr guter Geschäftssinn! Also gut, du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus! Du hast die Eddies für das Ding schon bekommen. Also solltest du uns einen fetten Rabatt anbieten. Rabatt? Fickt euch! Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pacifiker gefickt hat! Das ist ja nicht tot! Oh, ganz im Gegenteil. Und er lässt schönen Grüße. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Kurzschluss oder was? Peng. Hab die Missgeburt, Wichser! Scheiße. Was du das will. Meine Fresse. Schnapp dir den Bot und den Kontrollsplitter. Nee. Kann jetzt erst looten? Fragezeichen. Die Jacke hätte ich gern. Die ist geil. Ja, wo ist denn der Bot da? Hab alles. Bot und Steuer. Lass uns gehen. Je schneller, desto besser. Seit wann bin ich Level 4? Das hab ich gar nicht mitbekommen. Und jetzt lass uns hier verschwinden. Ich sehn mich nach Frischluft. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Oh, ich hab den anderen weg. Das sind 1100, richtig viel. Fülle. Achso, ne. Wo ist der lang? Ist der hochgehüpft? Ja. Ah, er ist wirklich hochgehüpft. Okay. Los. Dann ist sie weg hier.
den Blick. Vorsichtig. Wo bist du? Da ist voll tanky, Alter. Warum? Haltet ihn fern! Hey du! Hey, der drüben! Helf mir an! Du. Ja. Besser den Scheiß überhitzen, Alter. Das nervt. Weiß nicht, was das die ganze Zeit ist. Triff mich denn die ganze Zeit mit Feuer? Was ist das? Wie wär's mit einem Feuerlöcher?
wieder um Deckung jetzt. Keine Ahnung, ob die ganze Zeit von irgendwelchen Feuerscheiße getroffen wird, ey. Ich schlachte dich wie eine Sache! Okay, das ist echt sehr, sehr wild gerade hier, muss ich sagen. Fleischwunde! Fleischwunde! Ja, überlebst du. Schade. Ja, oder eben noch hier oben. Penner. Okay, das war interessant. Mega viel, oder? Wieder brenne ich. Keiner weiß warum. Oder was eine Handgranate, die ich gesehen habe. Oh Mann.
Los! Los! Nein, das ist der Mensch schon wieder. Ich weiß auch nicht warum. Oder haben die Brandmunition, die Affen? Das ist ein Alter. Okay. Ja, das war's auch schon. Ja. Valhalla, ich komme! Valhalla? Scheiße, ja! Du wirst nie nach Valhalla kommen. Mega viel aus, ey. So will ich das sehen. Du bist der Letzte. Jetzt lass uns diese Spiele. Ich seh mich nach Frischluft. Komm schon, wie? Lass Jesus. Uns verschwinden! Okay. Das war genug Action für heute. Das muss ich mal eben so sagen. Betteln, keine Schulden, keine Konzernschrauben. Und der Flathead gehört uns. Ja, Mann. So macht man Geschäfte wie. Da ist was dran. Hey, weil ich wie immer recht hab. Nett, dass du's merkst. Ja, nun sind wir bei. Ah, ich liebe diese Stadt. Die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten und des brüderlichen Hasses. Ja. Aber wenn du Cojones hast und damit umzugehen weißt, kannst du so gut wie jeden Scheiß schaffen. Es sei denn, du fängst dir eine Kugel ein. Aber selbst dann trittst du mit einem Knall ab und die Straße redet. Die Straße erinnert sich. Erfolg auf ganzer Linie. Als Motivationstrainer könntest du richtig reich werden. What a big way. Was jetzt, Jack? Was jetzt? Jetzt? Geh ich zu Misty, damit ich mich wieder so richtig lebendig fühle. Ja, immer seine Misty, Alter. Das hätte böse ausgehen können heute. Keine Frage. Tja, Berufsrisiko halt, Jack. Gerade noch rechtzeitig unterm Sensenmann weggeduckt. Das muss gefeiert werden. Auch wenn wir das echt oft feiern. Und sag Dex, dass wir ihm sein Spielzeug besorgt haben. Ahí luego. Tschüss. Wie sieht's aus, Mr. V? Tja, ich hab was du wolltest. Hab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme?
Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war es scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab's ohne Militech durchgezogen. Das Risiko war mir zu hoch. Und wie hast du Royce dazu gebracht, ihn dir zu geben? Mit roher Gewalt. Der einzige Weg, der immer funktioniert. Du hast echt Eier, Mr. W. Was ist mit dem Treffen mit Evelyn Parker? Darum kümmere ich mich noch. Ohne das Treffen hast du keine Chance, an den Chip ranzukommen. Parker wartet auf dich im Lizzie's. Viel Glück. Was ist das hier? Ein Schnellreisepunkt, okay. Okay, ich habe jetzt nämlich Level bekommen, ne? Ich muss mal kurz was gucken hier. Drei Level. Bisschen verarschen. Eins. Zwei. Und dann fange ich wieder an. Drei. Jetzt habe ich davon auch drei. Hier habe ich ja schon einmal einen gemacht, ne? Genau. Und dann kommt jetzt hier das nächste. Was habe ich denn hier Schönes? Verringert die Zeit zum Ziele mit Gewehren und Maschinenpistole um 10%. Ja. Erhöht den Schaden mit Gewehren und Maschinenpistolen um 3%, das ist auch gut. Schnelle Nahkampfangriffe mit Gewehren und Maschinenpistolen verursachen 50% mehr Schaden, das ist cool. Erhöht die kritische Trefferchance mit Gewehren und Maschinenpistolen um 10%, während du aus der Deckung schießt. Auch nicht schlecht. Ich nehme aber, glaube ich, mal das hier. So, was haben wir denn hier noch? Ermöglicht das Herstellen von seltenen Items. Ja, erhalte beim Zerlegen von Items mehr Komponenten. Junk-Items werden automatisch zerlegt. Das ist cool. Das nehme ich. Das war das. Intelligenze. Schaltet den Demon Massenverwundbarkeit frei, der die physische Resistenz aller Gegner im Netzwerk 3 Minuten lang um 30% verringert. Alles klar. Schaltet den Demon großer Schlaf frei, mit dem du alle Kameras im Netz 3 Minuten lang deaktivieren kannst. Erhöht den Breach-Dauer des Breach-Protokolls um 20%. Verbessert den Demon Data Mining, sodass du an Zugangspunkten 50% mehr Euro-Dollar erhältst. Geld ist immer gut. Jo. Habe ich eigentlich hier wunderbare Kleidung noch eingesammelt? Eine Jacke. Ja, stimmt, wie eine Jacke von dem Typen da. Mega geil. Ich habe eine neue Hose eingesammelt. Eine Lederhose. Ja gut, gibt aber mehr Defense, ne? Und eine Waffe. Habe ich da eine neue? Oh, ich habe da eine Menge neue Waffen. Ich habe die alle eingesammelt. Ich wähle mal das Gewehr. Was braucht hier für Munition? Steht das irgendwo? Powersturmgewehr? Das ist aber eigentlich an sich das gleiche, ne? Und das andere stärker. Schrotflinte. Satara. Und eine Pistole. Habe ich eine bessere Pistole gefunden? 54. Die ist geil. Die nehme ich. Ja, nicer das. Werte. Ja, sieht schon besser aus mit den Werten. Okay. Wie dem auch sei. Ich beende dann diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.